Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Juhu. So, wir haben das zweite Grab gefunden. Da vorne, wo die Raben rumfliegen, da ist es. Ich zeige euch das nochmal auf der Karte. Also, hier in dem Bereich war es. Hier die Einbuchtung hat man ja sehr gut auf der Karte gesehen. Ich bin hier zu dem Hafen per Schnellreise. Und wenn man dann mit dem Raben schon ein wenig rumfliegt, mit Zünen hier, dann sieht man diese krassen Lichtsäulen, die in den Himmel ragen, und ja, da ist das nächste Grab, was wir uns jetzt ansehen werden. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Danke für den Daumen oben im letzten Video, wo wir angefangen haben, hier die neuen mysteriösen Gräber der Izu zu untersuchen. Mal gucken, was wir hier jetzt finden. Ob es auch ein wenig größer ist als das letzte. Aber es gibt tolle Belohnungen. Und die nehmen wir noch immer gerne mit. Da ist das Zeichen. Vorsichtig. Easy, geschmeidig abrollen. Und es reagiert auf Eivors Berührung. Ganz wie das andere. Ja. Und wieder eine römische Nachricht. Die Trugbilder. Durch puren Zufall habe ich die Macht dieser bemerkenswerten Apparatur entfesselt. Durch irgendeinen Trick sind die Eingänge dieser Höhlen verhüllt, wodurch man im Vorbeigehen denkt, es gäbe gar keine. Wenn ich an Götter glauben würde, hätte ich das Mercurius persönlich zugeschrieben. Nee, Merkur hat damit gar nichts zu tun. Und Götter gibt es auch keine im Assassin's Creed-Universum. Ich habe einen neuen Fertigkeitspunkt gekriegt. Wir haben nämlich auch eine neue... es gibt nämlich auch neue Fertigkeiten. Oh, und einen Beherrschungspunkt auch noch. So, ich glaube, eine Fertigkeit von den neuen kann ich noch lernen. Die anderen habe ich schon. Oder ich habe einfach schon alle. Ja. Nee, sonst hätte ich ja keinen Fertigkeitspunkt gekriegt. Ich dachte, den hier bei dem... Doch, da. Den muss ich noch lernen. Verbesserter Bogenbenommenheitsschuss. Bei Einleiten des Bogenbenommenheitsschuss werden nun Pfeile auf alle betäubten Gegner im Blickfeld abgeschossen. Jo. Den muss ich noch lernen. Habe ich noch einen Beherrschungspunkt. So, wie weit sind wir denn hier? 30, 30, 38. Machen wir hier nochmal. So, 39. Die anderen Fertigkeiten war einmal das hier noch. Kam auch mit dem Update dazu. Meisterhafte Konterrolle. Fügt der Konterrolle einen Stich mit der verborgenen Klinge hinzu. Beim Rüberrollen einfach nochmal reinpieksen. Finde ich gut. Und beim Bärenweg die neue Fertigkeit. Die war irgendwo hier. Habe ich halt schon gelernt, deswegen finde ich die nicht gleich auf Anhieb. Jedenfalls war es ein perfektes Kontern. Perfekte Parade, da ist sie. Parieren im richtigen Moment, um dem Angreifer zusätzlichen Schaden zuzufügen. Einfach nur noch eine bessere Variante des Parierens. Das sind die neuen Fertigkeiten, die dazugekommen sind. Kein sonderlich einladender Ort. Nee, einladend ist das hier ganz und gar nicht. Jetzt müssen wir hier runterrutschen und aufpassen, dass wir dabei nicht in die gefährlichen Zacken rutschen. Au. Das ist ja auch nochmal Zackenboden, ey. Okay, da geht's auf jeden Fall wieder raus. Aber wir brauchen auch gar nicht rausgehen, weil wir uns immer direkt dahin porten können, wo dann das nächste Grab auf uns wartet. Grab 2 von 4. Weg, weg, weg! Bin noch weg. Könnte gar nicht über die Kante rüberlaufen. Keine Löcher in unsere neuen Schuhe reinhauen hier. Oh, nochmal. Ist ja wie bei Indiana Jones. Oder bei Lara Croft. Sucht euch eins aus. Uncharted dürft ihr auch noch wählen. Okay, die Dinger werden angetrieben durch das Wasserrad. Und da sind wir diese Plattformen. Einbuchtung für eine Kugel.
Alles klar. Dann holen wir uns mal unsere Belohnung. Nicht darauf treten. Aber ich kann auch geradeaus. Nee. Vorsicht! Nee? Ich häng fest. Einfach hier. So, hier bin ich auch auf jeden Fall in dem Radius noch drin. Einer steht. Okay. So, das Tor muss ich irgendwie noch aufbekommen. Wir können da rauf. Gucken wir mal, ob es da schon weitergeht. Da unten kann man rein. Ah, und hier kann man das Tor aufkurbeln. Okay. Opale! Die gibt es hier echt in jeder Höhle. Sehr cool. Ob das auch hält? Scheint zu halten, das Tor. Warte mal. Ey, boah, andere Richtung. Toll. Aber hier ist doch auch noch dieser Fußboden. Na, geht mir nicht. Das macht uns jetzt ja keinen Schaden. Also wir regenerieren ja sowieso immer alle kleinen Trefferchen, die wir da mal kassieren. Komm, da ist noch genug Platz. So. Hier ist nicht so viel Platz, um das hier wirklich da hinzuschieben, wo wir wollen. Oder? Doch, so geht's. Ja, genau, hier müssen wir gegenlaufen. Die sind doch gar nicht so scharf, wie sie aussehen. Also, mit der Zeit ist das einfach nur morsches Holz. Jetzt. Jetzt haben wir die richtige, brauchbare Position gefunden. So, dann jetzt darüber und da oben noch hin für die Kugel. Da ist auch noch ein Eingang. Das sind noch zwei Sachen, ne? Der schmeidige, der Sprung. Gehen wir erstmal hier hin, das sieht einfach aus. Vorsichtig. Zum Glück kommen die nicht rausgeschossen hier. Das hätte den Weg um einiges erschwert. Da geht es auch noch oben lang. Jo, schön hier drauf landen. Mhm. Da ist ein Hebel. Und da geht es auch noch weiter. Ah, da ist das Ding. Okay, wenn da jetzt das schon drin ist, gehe ich aber trotzdem noch mal kurz hier lang. Vielleicht kriegen wir hier noch Opale oder so? Whoa, weiterlaufen. Nicht stehen bleiben. Ich muss doch nicht hier mit der Kugel lang, oder? Könnte auch sein. Nee, wenn ich die Kugel hätte, dann kann ich ja hier diesen Stein nicht sehen. Wie viele Fallen gibt es denn hier? Wozu ist der denn da? Der hier da. Erstmal abchecken, was ich. Ah, um da rüber zu kommen. Mhm. Verstehe. Schon lustig irgendwie.
Aber alles auch ein bisschen sehr eng. Wie komme ich hierher? Ah, da oben kann man durch. Oh, das ist noch eine Kiste. Die war versteckt hinter den ganzen Gerümpel. Na, bitte da rein. So. Okay. Gift. Aber wir müssen ja nicht da rein, ne? Ne, ich hätte die Kugel schon wirklich so mitnehmen müssen. Aber dann hätte ich sie mal ablegen müssen, ne? Dann gehen wir nochmal zurück. Weil ich kann hier nicht wieder hoch. Oh, warte. Aua. Ich kann ja nicht die Leine wieder hochrutschen. Gut, aber wir haben den Weg vorbereitet. Das ist auch gut. Dann brauche ich die Kugel jetzt nicht ablegen. Okay, aber wie komme ich da oben hin? Ah, ich muss den Stein da hinschieben. Aber das geht ja, der geht nur bis hier. Hier ist ja die Holzlatte vor. Müssen wir das Ding doch nochmal ablegen? Das habe ich nicht vorbereitet. Geht nicht weiter. Vielleicht schieben. So, muss das. Hätte ich das direkt... Geht sie nur gerade? Dann direkt an die Wand. So, jetzt aber. Wie soll ich denn da rüberkommen? Kann ich die Kugel ablegen hier drauf? Oh ja. Interessant. Ja, aber da komme ich... Ich kann den Stein ja nicht weiter nach dran schieben. Warte mal, jetzt liegt das Ding da oben und ich krieg's nicht mehr runter, oder was? Ich kann's werfen. Wo ist es hin? Falsche Tasse, ne? Ich kann die Kugel werfen. Wenn ich sie dann hier wieder runterkriege. Ich glaube, es ist da. Ich sehe es hier, weiß ich nicht. Ja, hat geklappt. Okay. Vorsicht. Ich glaube, hier werfe ich das Ding lieber auch darüber. Aber nicht runterfallen. Nein, nicht so. Genau das wollte ich nicht. So, jetzt. Gras bleibt ja nicht lange weg. Okay, war doch ein bisschen abenteuerlicher diesmal. Fehlt noch eins, ne?
Und zwar hier auf dieser Seite. Das ist wieder eine Kugel. Mal gucken, ob das auch wieder so kompliziert wird, die zu bekommen. Ah ja, was ist denn das für ein Teufelswerk? Okay, hier kommt sie auf jeden Fall raus. Und wir können nicht diesen Weg gehen. Todesfalle. Da kommen wir nicht hoch. Dann nehmen wir sie diesmal mal direkt mit. So. Ganz ruhig. Muss ich wirklich da durch? Jo. Na, nimm doch mal die Nase voll. Hat es nicht geklappt mit dem Wurf? Doch. Doch, doch, doch. Ist nicht mehr ganz so vernebelt hier. Ich kann mir keine Fehler erlauben. Das stimmt. Weiter. Zwischendurch gibt es ja immer ein paar Pilze, die unser Leben wieder auffüllen. Okay. Sind halt tief in einem Schacht rein, ne? Es könnte hier hinter vielleicht auch was versteckt sein. Beim anderen gab es ja dahinter eine Kiste. Nee. Aber nachschauen muss ich. Hup. So. Hochwerfen wieder mal. So, war nicht ganz so schwierig wie die erste Kugel. Geht das hier runter? Das ist ja geil. Welche Richtung muss ich denn? Ich kann auch einfach da ran, da, oder? Jo. So, haben wir es geschafft. Genau, erstmal rumrollen. Und da sieht man wieder noch ein Raum. Die ISO-Bauwerke. So ergiebig sein. Okay, da haben wir ein Seil. Ich muss auf jeden Fall oben lang. Das ist doch eine Falle. Ja, ja. Ich fange auch schon mächtig an zu stinken hier. Aber hier können wir nicht einfach hochklettern? Wow. Ich dachte, ich kann mich am Wasserrad festhalten, damit ich da hochfahre. Und dann über die... Ich kann mir keine Fehler erlauben. Über das Wasserrad ja, die andere Plattform, die da war halt. Diese Geräusche immer von Evo, ey. Ich wollte eigentlich von Wasserrad und dann darüber springen. Auf das Ding rauf. Ah, guck mal, da ist aber auch noch ein zweites davon. Ganz ruhig. Nee, hier stimmt was nicht. Weit springe ich nicht. Aber wenn ich auf das Ding hier raufgehe. Nein. Nicht loslassen. Hier kann ich nicht klettern, weil das so eine Rundung ist. Das ist doch eine Falle. Hopp.
Also ich kann ja auf den rauf, aber dann geht das wahrscheinlich in die wieder noch höher. Der soll ja weiter runter. Ah, wir können aber hier die Steine wegschmeißen. Und schnell weiter, bevor es wieder runterfällt. Gewichte lagen drauf. Das war das Problem. Schöner Lichteinfall. Was ist das für eine Sicht? Alkoholduft in der Luft? Wer stört meine jahrhundertelange Ruhe? Oh, Boudica! Ich hatte mir diese Rast redlich verdient. Als mein Mann, Anführer der Ikena, starb, brachen die Römer ihr Versprechen und nahmen uns Land, Vieh, Ernte, Pferde und Boote. Sie entehrten meine Töchter und dann mich. Mit dem Feuer, das ich in mir trage, schlug ich mit meines Mannes Schwert eine Schneise in ihr her. Ich brannte ihre Lager in Camulodunum, Londinium und Verulamium nieder, entweihte römische Gräber, ließ römisches Blut in Strömen fließen. Doch es waren zu viele. Nach ihrem Sieg trank ich lieber Gift, als in ihre schwitzigen Hände zu geraten. Ich bin Boudica. Die Britonkönigin. Cool. Ja klar, sollen ja auch Gräber sein von bretonischen Helden, ne? Das hat ja der Nero-Diener geschrieben da. Boudica, die Kriegerin. Die Kriegerkönigin. Wenn ihr die mal in Aktion sehen wollt, kann ich euch auch ein Spiel auf meinem Kanal empfehlen. Und zwar Son of Rome. Da kommt sie vor. Und die Helden tot. Noch mehr. Rüstung. Und ganz ähnlich. Cool, gleich zwei Rüstungsteile. Also Rise, Son of Rome. Da kommt auf jeden Fall auch Boudica drin vor. Da geht es auch um die Römer, die da noch hier im Land der Bretonen unterwegs waren. Tribut an Boudica. Feuriges Haar und feuriges Herz. Unsere Boudica zündete die römischen Lager in Brand und tanzte in den Flammen. Sie konnten sie nicht töten, dafür sorgt sie. Ja. Die hat doch auch schon fast ein Heer Richtung Rom geschickt und angeführt. So, aber die kann man noch sehen. Kommt man hier wieder Richtung Ausgang? Einsammeln. Was ist das? Warum habe ich das gesagt? Es muss einen Ort geben, an dem diese Worte Sinn ergeben. Was hat sie gesagt? Das ist doch bestimmt was, um das andere Tor aufzukriegen, oder? Dieses kleine Artefakt, was hier war. Damit hätten wir alles. Okay, also die erste Heldin von den Bretonen, die wir hier besucht haben, war Boudica. Mal gucken, wie wir noch so treffen. Cool. Gefällt mir sehr gut. Die Rüstungsteile haben wir auch. Die Kissen sind hier verschwunden. Hier in den Ecken ist nichts mehr. Aber echt ein große Grabkammer hier dafür. Sehr nice. Wenn wir das Rüstungsset voll haben, werden wir es auf jeden Fall auch mal anziehen, um zu gucken, wie es aussieht. Aber erst, wenn wir alles haben. Die guten Heldentod-Ausrüstungsgegenstände. Flächenschaden verursachen sie dann, wenn die Druckwelle kommt. Und das andere Artefakt, genau, ist das jetzt auch hier im Inventar wahrscheinlich aufgetaucht, ne? Da. Artefakt aus Boudicas Grab. Lesen. Ein rätselhafter Gegenstand gefunden in Boudicas Grab. Oh ja, toll. So schlau war ich auch. Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten in der heutigen Episode. Ich werde mich wieder Richtung andere Gräber begeben.
Und dann machen wir in der nächsten Folge noch eins. Also, zwei Gräber fehlen noch. Ich bedanke mich, also, wenn, ich hoffe, euch hat's gefallen. Also, danke und bis zur nächsten Folge. Lasst einen Daumen nach oben da. Tschüss.